Viele Dinge sind neu in Abendrot und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Manorlords. Ich freue mich sehr und wir steigen sofort ein. Guckt mal in unserer riesengroßen Hofstätte, in der es in Zukunft um den Anbau eines Gemüsegartens gehen soll, sind Bewohner eingezogen. Wir können uns das nochmal angucken. Die Personen, die hier drin sind, sind Kunigund, Nickel und Bartholms oder Bartholmes. Die werden hier jetzt dieses Gebiet beackern und ich bin gespannt, wie das dann in Gänze aussehen wird, wobei die jetzt irgendwo hingehen. Mal gerade gucken. Ah, die bauen auch noch parallel. Ah, das ist die Familie, die baut. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz sind die jetzt da, wenn sie bauen müssen. Oh, wir haben Eichenau bekommen. Gucken wir uns gleich an. Wenn sie nicht bauen müssen, respektive eine andere Familie dazukommt, dann haben wir die hier entsprechend in dieser Hofstätte. Außerdem haben wir Lorenz, das Pferd. Es wartet und es ist eigentlich zugewiesen hier schräg gegenüber unserem Handelsposten. Die Schusterwerkstatt ist durch. Gerade fertig geworden, gucken wir auch mal drauf, denn da wird jetzt dann entsprechend auch gearbeitet mit Veit, Fritz und Anna. Die sollen uns natürlich, jetzt gucken wir mal gerade, was die uns produzieren sollen. Das ist die Schusterwerkstatt, ich glaube direkt daneben war die Tischlerei, so ist es. Hier werden die Schilde, große Schilde nach wie vor produziert, um mehr Regionsvermögen durch den Handel zu bekommen und dann die Schatzkammer so weit aufzufüllen, als dass wir dann das erste Gebiet nicht nur beanspruchen konnten, sondern auch, nicht Eichenhau, das ist neu, sondern nämlich Waldbrand hier uns zu eigen machen können und dort die ersten Siedler unterbringen können. Das aber zu gegebener Zeit. Zurück in Abendrot schauen wir nochmal auf die Schusterwerkstatt und was die denn jetzt letzten Endes machen. Wir schauen uns das mal an. Ich kann hier... Moment. Nee, ich kann hier nichts aussuchen. Kriegsbögen sind hier zwei Stück drin. Wir schauen uns das an. Wir werden warten. Können hier noch den Wohnraum erweitern oder aber auf Stufe 3 aufleveln, aber die Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Das war ein Thema. Momentan ist es das scheinbar nicht, denn alle sind versorgt, außer jetzt mit so Dingen wie der Taverne und dem entsprechenden Bier. Lebensmittelstand kommen wir jetzt zu. Wir haben Hühner, wir haben genügend Platz für Gemüse. Wir haben die Bären hier hinten, während ich gerade die Musik gerade nochmal leiser für mich machen muss. Einen Moment. Und wir dann auch entsprechend hier hinten sehen, es ist schon einiges an Nahrungsvielfalt jetzt bald da. Hier wird auch weiterhin gesammelt, es wächst nach wie vor die Beerenmöglichkeit hier an. Wir haben noch nicht den Kräutergarten, können wir uns auch irgendwann Gedanken drum machen für Kräuter. Aber momentan sammeln wir natürlich die Beeren, von denen wir schauen uns das mal an, 161 haben. Eier haben wir exakt einmal, das sorgt für eine gewisse Vielfalt, das ist schon mal gut. Und harren wir ansonsten der Dinge. Es wächst und gedeiht. Wir haben auch eine Leichengrube. Da haben wir nur noch niemanden drin, der hier tätig ist. Aber ich glaube, trotzdem wurden da schon Leichen aus dem vorigen Kampf in der letzten Folge hin geschleppt. Unser kleines Handwerkerviertel hier gefällt mir immer besser. Das sieht richtig cool aus. Bäume kommen auch massig dazu. Guckt mal hier, was sich hier wieder reproduziert hat. Und dann müssten hier eigentlich auch demnächst wieder Bäume angepflanzt werden. Denn das Gebiet für die Anpflanzenden ist groß genug. So, wir haben einmal ein Problem in dieser Tischlerei. Ah, der Brennstoff ist hier noch ein Thema. Da müssten die aber eigentlich für gewappnet sein, denn Brennstoff reicht für 8 Monate. Das heißt, die kommen gerade nur nicht dran, weil die genügend zu tun haben. Und ich möchte natürlich sehen, wie hier diese Hofstätte anwächst. Gucken gerade nochmal auf die Personen. Na, und die sind irgendwo und sind am Bauen. Was bauen die denn gerade? Was hat er denn zu bauen? So viel Zeit darf sein. Zufriedenheit ist durchaus gegeben. Kirchenstufe plus 12. Und ihr seht das hier, die leichten Abzüge. Die Besteuerung ist ein sattes Minus. Da bin ich froh, dass wir das dann im Mai wieder raus haben. Und wir gehen hier mal kurz mit ihm mit. Ich bin schon gespannt, was er am Bauen ist. Und das sind schon weite Wege, wenn das die einzige Familie hier momentan ist, die am Bauen ist. Ah, es wird ein weiterer Stand gesetzt. Okay, dann bin ich sehr gespannt. Was ist es? Ein Bekleidungsstand? Okay. Sehr schön. Lager ist voll in dieser Hofstätte. Ah, da ist noch so ein Holz übrig geblieben. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Alles klar. Dann müssen wir das auch nicht weiter beachten. Wird dann irgendwann geholt. Der Ochse hier. Sammelt der was? Nee, wo gehen die hin? Ah, er geht wieder ins Bett. Alles klar. Ist hier das Pferd mittlerweile, ne? Der Viehbestand. Eigentlich habe ich hier für ein Pferd geordert. Ah, hier. Ich muss einen Moment.
dauerhafte Viehzuweisung. Wenn ich jetzt hier ein Pferd hinpacke, müsste das doch funktioniert haben, oder? Ja, sehr gut. Dann sollte das Pferd von... Wo haben wir es denn? Hier. Von hier abgeholt werden, aus dem Viehhandelsposten. Ich bin sehr gespannt. Lorenz. Lorenz soll uns helfen, hier noch mehr Geld zu machen. Und wir sind bei nur noch 194. Das heißt, wir haben importiert. Und wir haben 16 Schilde, die wir eigentlich rausgeben könnten. Ja, Lorenz ist hier zugeteilt. Das habe ich gerade gesehen. Wenn ihr hier den Viehbestand seht, dann macht Lorenz entsprechend schnelleren Handel in Zukunft. Militärisch betrachtet geben wir die Schilde raus für 6. Und der aktuelle Überschuss 24. Gewünschter Überschuss 0. Also insofern ist es okay. 24 Stück haben wir? Wir haben hier 16 und wie viel sind in der Tischlerei? Gerade nochmal schauen. Wird hier gerade was transportiert? Kann das sein? Ja, sie transportiert große Schilde. Jetzt bin ich gespannt, wie viel hier gleich sein werden. Wenn sie da reingegangen ist. Ja, dann sind 23, genau. Und dann müsste hier noch eins sein. Damit wir das endlich mal durch... Eins ist... Also wenn da die eins fehlt, aber eins da ist, dann passt das. Dann sind wir bei 24. Und dann wünschte ich mir, dass der Handel hier jetzt mal durchgeht. Weil je mehr wir im Regionsvermögen haben, desto mehr können wir über die Besteuerung, die hier bei 10% liegt, dann auf die 250 in der Schatzkammer kommen. Die 250 Goldstücke. Und uns dann um unser neues Gebiet kümmern. Das wäre schon wirklich sehr, sehr schön. Wohnraum ist noch da. 30 mal Wohnraum für aktuell 24 Familien. Ich warte auf den Mai. Wir sehen, die Kirchenstufe ist gut, die Lebensmittelvielfalt, Bekleidungsvielfalt, nur die Besteuerung würde ich dann gerne erstmal wieder rausnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich sehe vor allen Dingen, dass hier hinten jetzt das Brennholz hingekommen zu sein scheint. So ist es. Also nach und nach ist das dann entsprechend auch bedient. Die Schusterwerkstatt hat einen Markt. Von mir aus ist das natürlich sehr, sehr gut. Wir gucken hier nochmal drauf. Die Schusterwerkstatt ermöglicht dann die Produktion von Schuhen. Und eben jene Schuhe brauchen wir, um bei der Bekleidung den zweiten Bedürfnispunkt zu erreichen, um Hofstätten auf Stufe 3 aufleveln zu können. Wir brauchen natürlich auch Bier, da müssen wir dran denken. Und jetzt regnet's. Wir gucken nochmal in der Zwischenzeit hier. Es ist sehr wenig los. Ich brauche den Mai, ich brauche mehr Familien. Und Lorenz wartet immer noch. Ja, die können hier momentan natürlich nicht genug machen. Das ist der Monatswechsel, ihr hört es im Hintergrund. 53%. Besteuerung minus 8. Ah, es ist schon happig. Und wir sind bei 248 in der Schatzkammer. Neue Familie ist eingezogen. Sehr schön. Und eigentlich könnten die ja jetzt arbeiten. Ah, hier sind die jetzt wahrscheinlich dazu gekommen, ne? Ja, hier ist jetzt die Hofstätte, mit der wir noch nichts anfangen. Also da haben wir noch nicht den Gemüsegarten. Wir könnten halt einen Apfelgarten irgendwann noch hinzufügen. Aber jetzt wird hier... Ah, schaut mal. Jetzt haben die Zeit, weil jetzt die zweite freie Familie zur Verfügung steht. Und jetzt wird hier richtig viel Fläche gemacht, um dann nahrungstechnisch... Gemüse hinzubekommen, was wir übrigens auch schon zur Verfügung haben. 4 Stück. Bretter genug da. Alles gut. Ja, und was ist uns hier knapp? Der Brennstoff. Wir brauchen mehr Brennstoff zu gegebener Zeit. Wir könnten hier noch eine zweite Hütte hinzunehmen. Eine zweite Hütte. Ja, entweder eine zweite Hütte oder eine zweite Familie. Das ist vielleicht viel wichtiger. Kümmere ich mich gerne in den ein, zwei Monaten drum. So ist mein Gefühl. Aber 248 ist ärgerlich. Denn dann hat es knapp nicht funktioniert und gereicht. Sind die Schilde immer noch da? Ja, offenkundig schon. Warum haben wir kein Regionsvermögen hinzubekommen? Zumindest kein signifikantes. Haben wir schon wieder eingekauft? Gerade mal schauen. Denn wir gehen ja eigentlich auf die Gebrauchsgüter. Ein dreifach Bier, ja gut, das ist natürlich ein bisschen was, ne? Sind wir direkt bei 54 Regionsvermögen. Wie viel Bier haben wir denn zur Verfügung? Steht das hier? Nee. Müsste mal gucken, ob das in der Kneipe zu sehen ist. Ah ja, doch, 2 Bier, okay. Das geht schneller weg, als wir gucken können. Ja, und schon ist es wieder leer.
Dann hat man sich mal kurz damit versorgt. Warte mal schauen. Na, schaut hier, die sind jetzt hier fast zum Aufstieg bereit. Allgemeine Lager sind voll, 2 Stück. Man möge sich doch diesen Holzstamm bitte wegnehmen. Also das ist wirklich eigentlich ziemlicher Quatsch. Aber gut. Ansonsten heißt es abwarten. Ich würde gerne wirklich das zweite Gebiet hier hinzubekommen. Und die Besteuerung hier wieder rausnehmen. Damit hier vielleicht 2 Familien entsprechend pro Monat hinzukommen. Oh, hier 102 an Regionsvermögen hinzu. Gerade mal gucken, was ist passiert. Bereitet Verkaufsware vor. Fritz, es geht um die Schilde, vermute ich mal. Ja, das ist doch ein sattes Plus. Sehr gut. Nach wie vor ist auf dem Marktplatz hier noch wirklich viel, viel Platz. Ah, wir lassen das Ganze ja hier hinten auch ein bisschen rauswachsen. Hier gibt es auch die Abbaugrube, da können wir übrigens noch einen Weg rüberziehen. Das würde ich gerne gerade mal machen. Ging von hier los. Ich glaube, wir ziehen das so ein bisschen am Wald entlang. Und dann habe ich so die Idee, dass es hier hinter den Häusern noch langkommt und auf den Weg vorne trifft. Ah, die eine Ecke gefällt mir nicht. So ist doch eigentlich eine ganz coole Idee. Sehr schön. Die Steinkirche verrichtet ihren Dienst. Die Leichengrube haben wir momentan nicht viel mit zu tun. Und wir gucken nochmal. Sie immer noch 7 Monate Brennstoff. Ob ich hier eine weitere Familie reinpacke? Wir können natürlich auch im Winter dafür sorgen, dass weiter abgeholzt wird, wenn die Beeren wieder leer sind. Und ich will eigentlich gerade nicht die Arbeit unserer frisch frei gewordenen Bauern hier stören. Die das ja auch übers ganze Jahr jetzt hier auch machen sollen. Und die haben zu tun. Guckt euch mal die Fläche an. Also es ist schon einiges. Es wächst und gedeiht alles. Das ist soweit gut. Aber die sind beschäftigt. Über den gesamten Sommer hinweg. Und deswegen würde ich die gerne nicht torpedieren. Ich weiß nicht, ob die sich dann hier direkt wieder... Können wir die noch besonders fixieren? Einen anderen Arbeitsplatz zuweisen. Untätige Zuweisung. Nö, die bekommen einfach das, was die hier machen gerade ab. Brennstoff ist vorhanden. Denen fehlt noch eine zweite Art von Nahrung. Marktplatz ein bisschen weit weg. Übrigens, der zweite Marktplatz hier immer noch nicht besiedelt. Und der nächste Monat. Wir haben Juni. Wo liegt das Problem? Aktuell hier bei der Tischlerei. Die haben gar kein Essen. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Dass dieser Weg hier so weit ist. Und dann nicht dazu führt, dass sie ausgelastet sind mit ihren Bedürfnissen. Aber harren wir der Dinge. Wir haben 341 Regionsvermögen und damit haben wir die Schatzkammer voll genug. Und jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt gehen wir auf T, um die Orte durchzuschalten. Und ich möchte natürlich in Waldbrand tätig werden, denn ihr seht es ja. Weizenfruchtbarkeit, Flachs, Gerste, alles grün, Roggen, Wahnsinn. Da können wir wirklich Felder anlegen. Und das möchte ich tun. Dafür brauchen wir aber erstmal eine Siedlung und die müssten wir dann irgendwo hier vorne beginnen. Also da, wo Wasser ist, möchte ich natürlich einen Brunnen haben. Bedeutet auch, dass wir sicherlich hier in dem Bereich starten. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein kleiner Markt in die Mitte kommt. Wir gucken uns das Gebiet nochmal ohne das Wasser an und ohne Overlay. Ja, und hier ein Marktplatz, dann hier außen die Hütten. Und die Felder, wenn ich jetzt mal auf Roggen achte und auf Weizen, alles hier unten. Hier ist noch die zerstörte Windmühle. Die müssen wir uns nochmal genauer angucken. Hier vorne ist ja nicht so die Fruchtbarkeit für Weizen. Hier hinten raus schon wieder. Ja, dann kommen da die Felder hin und hier in der Mitte ist dann der Ort, wo dann gearbeitet werden sollte. Das bedeutet, der Brunnen hier. Und es bedeutet, dass wir das Startlager hier unten eventuell reinziehen. Wir gucken mal, ob das geht. So, jetzt müssen wir uns das Ganze mal anschauen. Wir wollen ein Siedlerlager mit 250 anpacken.
Was haben wir hier? Habe ich da schon was gebaut? Oder war das schon da? Das muss ja schon da gewesen sein. Das Spiel speichert dankenswerterweise nochmal. Ja, ich glaube, genau hier gehen wir hin. Oh, und jetzt, wow. Siedlungsoptionen. Eine Stadt, ein Bauerndorf, ein Walddorf oder ein Bergbaudorf. Wo ist der Unterschied? Wir nehmen die Stadt. Wir nehmen die bescheidenen Stadtvorräte. Wir könnten auch stärker starten. Ich hätte eigentlich gern ein Bauerndorf, aber ist das noch nicht freigeschaltet? Oder muss ich irgendwie... Wo ist der Unterschied? Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht und man kann es sich auch nicht ansehen. Aber wir gehen mit einer Stadt, wir gehen mit bescheidenen Startvorräten und wir bestätigen das. Alles gut. Wir haben Brot, wir haben Holz, wir haben Stein und Werkzeuge. Ja, und dann brauchen wir natürlich relativ schnell Nahrung. Müssen wir mal gerade gucken. Wir brechen das nochmal ab. Wo sind wir denn mit der Nahrung? Wow, das ist weit weg. Hier unten. Ah, hier die wilden Tiere und da die Bärenbüsche. Gerade nochmal das Grundwasser checken. Vielleicht starten wir doch hier oben. Und setzen den Marktplatz trotzdem irgendwie dahin. Können hier auch einen Weg runterziehen an der Wasserader entlang. Gerade mal schauen. Wir haben hier das Wild, aber das ist nicht besonders viel. Aber wir sollten schon irgendwo dazwischen sein. Ich glaube, wir machen es hier. Richtung Wasser. Ja, dann setzen wir es hier hin. Nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe, aber wir erweitern uns wahrscheinlich schon schnell in die Richtung. Gerade nochmal gucken. Hier ist die Anwachsrate so überragend. Egal, es ist ja nur der Start. Ja, weshalb wir den, glaube ich, auch ein bisschen hier rüberziehen können. Sehr schön. Zahlung der Schatzkammer. Okay. So, und hier müssten ja jetzt dann die Familien sein, wenn wir mal starten. Beziehungsweise die Personen. Zelte für Obdachlose. Obdachlose. Ja, es regnet natürlich gerade. Und das im Juni. Wir haben einen Startochsen. So, und dann sollten wir jetzt ganz, ganz zügig hier gucken. Wir haben 8 Bauholz, dass wir den wichtigsten Part jetzt hier erstmal übernehmen. Wir errichten uns erstmal das Holzfällerlager mit 2 Bauholz. Und jetzt gucke ich mal gerade, wo das Wasser langläuft. Das Holzfällerlager kann hier eigentlich in der Mitte direkt mal alles wegnehmen. Deswegen sollten wir einigermaßen nah setzen. Ich bin hier einverstanden. Die Brennholzhütte können wir noch nacherrichten. Wir brauchen erstmal das Bauholz. Wir brauchen ganz schnell Hütten. Wie viele Familien haben wir hier? 5 Stück. Okay, wenn wir das aber schon errichtet haben, dann setzen wir schnell noch ein Lager. Der Brunnen kostet uns ein bisschen was, das machen wir gleich. Die Hofstätten. Wir brauchen den Speicher und das Lagerhaus. Lagerhaus für Allgemeines, Speicher für die Lebensmittel. Und jetzt ist es natürlich klug, das irgendwie hier schon ein bisschen runterzuziehen. Das ist ein kurzer Weg zum potenziellen Markt auf der linken Seite irgendwann. So, das wäre jenes. Ja, es geht um die Obdachlosigkeit, es geht um die Lebensmittel und die ungeschützten Waren. Ja, okay, doch. Dann machen wir auch noch das Lagerhaus. Setzen wir direkt gegenüber. Und dann schon mal für 2 Familien eine Unterkunft, oder? Die würde ich gerne hier unten hinsetzen. Ich ziehe mir hier noch einen Weg rein. Der einmal hier lang geht. Und einmal hier lang. Und dann setzen wir uns die erste Hofstätte. So war sie allerdings zu schmal. So, 2 Baukosten. Also 2 Bauholzbaukosten. Das ist okay. Ein guter Start. 1. Jetzt drehen wir die Kamera mal für den Weg hier. Würde ich gerne direkt gegenüber setzen. Was ist jetzt im Weg? Der Baum? Ah, wir haben nicht mal genug Material. Okay. Ja, dann gibt es hier auf jeden Fall die Priorität drauf. Die höchste.
Den Rest können die dann bauen. Sind die Familien da? Ja. Die Obdachlosigkeit können wir noch ein bisschen hinten ranhalten. Das Lagerhaus bekommt die nächsthöhere Priorität. Der Ochse ist gut in der Nähe. Und dann mögen sie sich hier in Waldbrand, wo wir immer noch den Namen vergeben werden, das garantiere ich euch, dann mal zurechtfinden. Jetzt können wir immer schön, ich wiederhole mich da gerne, mit T durch die Orte schalten und sehen, was gerade Phase ist. Eichenhau haben wir auch, da müssen wir auch noch drauf gucken, aber es regnet halt gerade und deswegen will ich kurz für den Moment in Waldbrand bleiben und gucken, wie hier munter drauf losgearbeitet wird. In Abendrot ist eine neue Familie eingezogen, sehr gut. Im Juni. Damit haben wir theoretisch drei Familien frei, das ist richtig. Und jetzt beginnt so ein bisschen das Multitasken zwischen den Dörfern, ne? Hier gehe ich jetzt auf jeden Fall auf die nächste Brennholzhütte. Nein, auf die nächste Familie in der Brennholzhütte, entschuldigt. Damit wir die Brennstoffe weiter durchpushen können. In Eichenhau würde ich gerne eine bessere Übersicht bekommen, wenn wir da reinschalten. Achso, die ist gleich, je nachdem, wo wir gerade drin sind, alles klar. Waldbrand bekommt hier das Holzfällerlager. Da kann auch sofort eine Familie arbeiten. Oh, und ein Feuer ist ausgebrochen. Aber wo? Oh, 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 oh. Wo ist der nächste Brunnen? Muss das aktiv gelöscht werden? Oh, das hatte ich auch noch nicht. Das könnte unseren gesamten Markt ruinieren. Und das ist ein schlechtes Timing, wenn es im Juni regnet. Also eigentlich ist Regen ja gut. Oh Gott. Gucken, wie schnell jetzt hier geholfen wird. Muss ich irgendwas proaktiv machen? Ne, hier wird, glaube ich, geholt, oder? Ja, man holt Wasser. Wo ist der nächste Brunnen? Ah, hier. Das ist einigermaßen in der Nähe. So, was ich aber gerade noch machen möchte, denn hier sind wir fertig. Parallel eine Familie schon mal rein. Die können anfangen. Die bekommen auch einen Arbeitsbereich. Und zwar von mir aus... Oh, gibt es hier... Ja, das ist okay. Hier die Möglichkeit abzuholzen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann... Oh, das ist... Wow. Ja, das greift um sich. Und es zieht vor allen Dingen über den Weg. Gucken, wie schnell gelöscht wird. Das ist dramatisch. Das ist dramatisch. Ja, und den Cut, den ihr jetzt gerade seht, den habe ich getätigt. Oh mein Gott. Oh, guckt euch das an. Es greift aufs Haus über. Den Cut habt ihr mitbekommen, weil ich einen Screenshot für das Thumbnail gemacht habe. So viel Zeit muss sein, aber alle rennen. Um Himmels Willen. Was für ein Feuer. Der Engländer würde sagen, it's devastating. Und das schlägt über. Und das tut richtig weh. Und noch sehe ich keine Löschung und Lösung. Ein Gebäude ist fertig. Das ist gut in Waldbrand. Aber um Himmels Willen. Das Lebensmittellager ist vor... Achso, okay. Ein Brand wurde gelöscht. Soweit so beruhigend. Oh, und das wird massive Probleme mit sich bringen. Ihr seht das. Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden. Hütten, die neu errichtet werden müssen, das ist kein größeres Problem. Da hilft der Regen von oben auch nicht so wirklich. Gerade mal kurz schauen. Ich will mir die Sache trotz alledessen hier angucken. Im Lagerhaus können wir eine Familie einsetzen. Im Speicher ist noch nicht. Ich habe das Lagerhaus hochgezogen in der Priorität, ne? Gerade nochmal gucken. Allgemein. Ah ne, ist der fertig? Der Speicher? Ne, wir setzen den hier in der Dringlichkeit hoch und gucken jetzt wieder aufs Feuer. Na, es sieht ein bisschen besser aus. Hofstätte wird wieder... die wird dann wieder direkt errichtet. Okay. Das für euch als Learning... Oh, geil, wie das Holz hier einfällt. Das sieht halt wirklich cool aus. Und dann ist die Hütte trotzdem ganz weg. Das sieht dann nicht mehr so ganz realistisch aus. Oh, und hier stirbt eine Person beim... Oh Gott. Um Himmels Willen. Ja, man möge bitte dieses Feuer hier noch löschen. Weil sonst greift das auch wieder über. Hier kommt eine Person hinzu. Das wird sich wahrscheinlich schon alles wieder leveln. Ja, und hier seht ihr es. Guckt euch das mal an. Hier muss die Leiche abtransportiert werden. Nimmt ihr den Weg außenrum für hier hinten hin? Ja, könnte wohl sein, klar. Und jetzt scheint das Feuer gebannt.
Jetzt ist das Feuer gebannt und man möge bitte diesen Marktplatz neu errichten. Ich könnte ihn auch komplett abreißen. Lebensmittellager voll. Na gut. In der Ruine. Jetzt haben wir für 6 Monate... Nahrung ist noch okay. Regionsvermögen geht. Ich nehme auf jeden Fall... Ja, die Vorräte haben... Oh, die Vorräte haben Wetterschaden erlitten. Klar, weil es gerade regnet. Wird jetzt hier abgebaut und wieder neu aufgebaut. Die handeln munter weiter drauf los. Ja, das ist nicht wirklich zuträglich, Leute. Das müssen wir uns angucken. Ein Waldbrand wünscht man sich eine Marktfläche. Ja, okay. Gucken wir auch jetzt mal nach. Der Marktplatz soll eigentlich hier unten hin. Das ist weit weg, aber wenn die Familien da sind, geht's. Wir denken drüber nach. Holzkirche, Leichengrube. Nee, wir wollen auf den Marktplatz. Das ist der Marktplatz. Das sind 42 Stände. So viel brauchen wir dann fast gar nicht. 27. Wir haben ja ein bisschen dazu gelernt. 26. So sind es 19. Warum nicht so? Der ist komplett kostenlos. Keine Baukosten. Wir schauen uns hier die Probleme an. Ich bin mal gespannt, ob das neu aufgebaut wird, wenn die Hofstätten wieder da sind. Und wir müssen genau jetzt hier unsere Vorräte beachten. Unzufrieden sind jetzt die allermeisten natürlich. Was fehlt denen denn jetzt insbesondere? Lebensmittel und Brennstoff. Uah. Ah, das Feuer brauchte kein Mensch. Gerade nicht in diesem Moment, wenn ich hier die nächste Stadt aufbaue. Da musste der Fokus jetzt natürlich komplett hier liegen. Ich bin am Überlegen, ob ich, wenn der Regen im Juni endlich mal aufhört, diesen Marktplatz nochmal neu mache. Und zwar kleiner. Die sind halt komplett da oben. Ich würde den gerne hier runterziehen. Ein Waldbrand? Nahrung geht zu Neige. Ach nein, aha. Leute, in Waldbrand geht die Nahrung zu Neige. Okay, und Nahrung ist für 0 Monate da. Oh, dann müssen wir aber ganz, ganz schnell hier die Beerenbüsche anschließen. Sonst verhungern die alle. Gucken, ob wir das noch schnell gewuppt bekommen. Wir halten das Spiel mal auf Pause. Weil hier runter zu den wilden Tieren... Ich glaube, wir haben schneller was von den Bären, ne? Wir gehen auf das... Sammeln. Das ist der Bergbau. Wo ist denn... wo ist die Nahrung? Hier, sammeln, da. Sammlerhütte einmal für, also ein Bauholz für Bären. Das Jägerlager ist kostenlos. Ist halt die Frage, ob wir das hier ganz schnell bauen und wie schnell das dann geht. Das ist ein weiter Weg. Aber egal. Wir müssen da dran. Gerade überlegen, ob es was Günstigeres gibt vom Weg her. Hier unten ist eigentlich vollkommen Hupe. Ich zieh's trotzdem hier hin. Und mach's genau auf die Kreuzung. Und hier packen wir jetzt die Priorität natürlich auf höchste. Die sollen keinen eigenen Stand machen. Und wir setzen hier die Prio auf sehr niedrig. Warum zeigt er mir hier Eichenhau an? Das ist nicht Eichenhau. Oh, Moment, habe ich in Eichenhau gebaut? Nee, habe ich nicht, oder? Der hat mir das nur angezeigt. Ich habe doch in Waldbrand gebaut. Ja, alles gut. Das war ein kleiner Fehler im Programm. Na, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass sie das überleben. Ah, und hier, wir können die Windmühle wieder aufbauen. Sehr schön zu sehen. Aber das wird sich jetzt erstmal noch zeigen. Ob das denn funktionieren kann. Ich würde gerne übrigens hier den Weg schon lang ziehen. Hofstätte ist fertig. Ich gehe auf den Weg und möchte den... Gerade mal gucken, wo ist das Wasser? Na, hier an der Seite runterziehen. Wobei, die gehen da schon runter.
ziehen wir den mal hier gerade runter. Ein Verbindungsweg. Und die bauen das. Ich hoffe, dass sie das überleben. Und gleich wissen, dass sie Nahrung bekommen werden. Sind die Dinge hier echt ver... Hier ist doch noch Brot, Leute. Wenn die mal aufgenommen werden könnten, das wäre super. Was macht sie? Lagerarbeiter. Ja, arbeite. Ach so, der Speicher ist noch nicht da. Es gibt so viele Probleme. Bio sehr hoch. Das müssen ja nicht alle da unten bauen. Ich überziehe jetzt gezielt mal wieder ein bisschen. Ja, eine Familie leidet Hunger. In Abendrot? Oh, ehrlich? Die Menschen brauchen Nahrung, da sie sonst verhungern. Ja, gut. Leute. Immerhin wird der Stand hier scheinbar wieder aufgebaut. Die haben alle das Nahrungsproblem jetzt, ne? Ja. Also, und hier wird die Hofstätte als erstes aufgebaut. Aber die Priorität ist nicht so hoch. Baut diesen Lebensmittelstand wieder auf. Und es regnet einfach durch im Juni. Das ist eine Katastrophe. Und die ziehen das hier auch durch, ne? Ich habe jetzt die Priorität runtergemacht. Aber wenn die mal dran sind... Ich glaube, ich nehme hier einmal gerade die Familie raus aus dem Brennholzstand. Oh, so wird es schön fordernd. Mal gucken, wie viele Familien das überleben. Kein Beinbruch am Ende des Tages, aber puh, nicht zu verachten. Gemüse 3. Ja, wahrscheinlich haben wir genug im Speicher. Da würde ich jetzt mal stark von ausgehen. Ja, Fleisch und Beeren im Übermaße. Und wir gucken natürlich auf, nicht auf Eichenhau, sondern auf Waldbrand. Oh, und ein Banditenlager wurde entdeckt. Wir gucken, wo. Das befindet sich... Oh, hier unten in Immenreuth. Und das ist immerhin direkt in unserer Ecke. Da möchte ich mich halt jetzt nicht gerade drum bekümmern. Jetzt mal gerade nicht, so unter dem Motto. Und sobald hier... Also erstens muss dieser Regen mal aufhören. Das ist ja furchtbar. Der hat weder im Bereich des Feuers geholfen, noch hilft er uns bei unseren Vorräten, die verderben. Ja. So, jetzt haben wir hier das fertig. Jetzt können wir hier eine Familie reinpacken. Jagdlimit auf 10. Und dann gibt es natürlich auch die Beeren hier oben. Oh, zu steil für Bauprojekte. Ist das denn die Möglichkeit? Hier gibt es keine Bärenhütte. Hier oben kommen die hin. Dann gehen wir mal richtig schön rein und gucken, wo wir das machen können. Da war die Möglichkeit. Dann würde ich das aber gerne drehen. 3 Bäume müssen gefällt werden, kein Thema. Ziehen den Weg hin. Möglichst gerade raus. Oder möglichst auf kurzem Wege, sagen wir mal so. Ziehen den einfach komplett hier runter. Ganz gerader Weg. Büsche entfernen. Und dann danach lasse ich euch tatsächlich mal in Ruhe. Klicken uns hier frei. Dann müsste der Weg auch frei sein. Ja, so unter ein paar Bäumen muss man dann doch noch durch, aber das ist kein größeres Problem. Das sollte gehen. Und dann hoffe ich, dass der Hunger sich hier relativ schnell realisiert, beziehungsweise erledigen wird. Na, hier sind noch ein paar Bäume auf dem Weg. Ich hätte es schöner legen können, keine Frage. Sammlerhütte, Prio lassen wir auf Mittel. Bekommen auch keinen eigenen Stand. Das machen alles die anderen. Und dann war in der Folge halt brutal viel los. Notgedrungen, ne? Notgedrungen. Ich wollte eigentlich ganz gemütlich Waldbrand aufbauen und dann gab es den richtigen. Ha, meine Damen und Herren, nächste Folge wird Wiederaufbau betrieben. Hier bei Männerlords und bei Let's Splinter. Da wurde es mal ein bisschen hektisch. Das ist nichts für mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.